Es wird funktionieren. Ich will ehrlich zu Ihnen sein, es wird vielleicht nicht funktionieren. Im Allgemeinen sagt man, wenn du fürchtest, dass du auf die Nase fallen könntest, sorg dafür, dass nicht allzu viele Menschen in der Nähe sind. Heute Nacht könnte sich so einiges ändern. Ich hoffe es jedenfalls. Und falls es funktioniert, dann ändert sich dort etwas. Und dort. Wir haben etwas in einem Glas eingefangen, das bisher immer nur hell am Nachthimmel gefunkelt hat. Heute wollen wir endlich den Deckel für Sie öffnen und sehen, was passiert. Sind Sie bereit? 3, 2... Sag was. Ich will bloß den Widerstand. Wo ist meine Haarspange? Oben auf deiner Kommode. Was ist eine Kommode? Das, was unter deiner Haarspange ist. Erneuerst du dein Versprechen hier und jetzt, dass ich meinen Zaun kriege? Der Boden ist gefroren, der muss erst tauen. Komm schnell, sonst verpasst ihr! Es ist ein Baby, es hat noch seine Flecken. Tom, sieh dir das an! Sie wollen eine halbe Million Dollar, dann machen Sie mir was mit Ihrem Namen drauf, dass ich General Sherman verkaufen kann. Gegenangebot. Ich gebe Ihnen nicht, was Sie wollen, aber Sie geben mir alles, was ich will. Eine halbe Million. Wir werden groß sein. Groß! Groß! Und niemand hält einen Elefanten auf! Lassen Sie sich von ihm nicht provozieren. So ist er nun mal. Früher, bevor er so ein Zauberer wurde, wohnte er bei mir im Keller. Meine Frau ließ ihn nur an unseren Tisch, wenn er sich vorher gründlich gewaschen hatte. Bis ich ihm ein Ultimatum gesetzt hatte, aß der Mann allein. Was hat er für eine Arbeitsweise? Sie wollen sein Geheimnis erfahren? Er konstruiert seine eigene Wirklichkeit und sucht nach Nadeln im Heuhaufen. Und woher weiß er überhaupt, dass eine Nadel im Heuhaufen ist? Das weiß er nicht, so wenig wie Sie. Aber er ist fest entschlossen, dass er sie nicht erst als Zweiter findet, sodass er mit einer Art siebten Sinn jeden Halm umdreht. Und eins bewundere ich an ihm, er könnte der reichste Mann der Welt sein, aber Geld ist ihm... Thomas Edison! Heute Nacht könnte sich so einiges ändern. Meine Bücher sind so voller Ideen. Ich würde 12 Leben brauchen, um sie alle auszuführen. Es läuft, sag irgendwas. Mr. Westinghouse, Edisons neues elektrisches System ist erheblich günstiger als Gas. Die Sache kostet mich ein Vermögen! Wir werden groß sein. Groß! Sind Sie ein Prediger? Es werden Kabel angebracht, die Strom weiterleiten. Hat das schon mal vorher jemand gemacht? Nein. Woher hat er bitte die Glühlampen? Von mir! Edison ist ein Scharlatan. Seine Elektrizität tötet die Menschen. Der Mann, der diesen Strom beherrscht, beherrscht diese Zukunft. Mr. Tesla, wir machen alle 10 Tage eine kleine Erfindung und eine bedeutsame alle 6 Monate. Es ist wie Zauberei! Es trägt den Namen Edison und ist somit auch noch attraktiv. Lassen Sie sich von ihm nicht provozieren. Geld ist ihm verdammt egal. Was ist ihm denn nicht verdammt egal? Ich habe euch lieber als jemals ein Mensch auf der Welt jemanden lieb gehabt hat. Mr. Tesla, haben wir eine Übereinkunft? Ich arbeite an fortschrittlichen Methoden, um ihn zu übertreffen. Mein herzliches Beileid. Ich mache immer wieder das Unmögliche wahr. Dann entreißen Sie es mir einfach. Und ich mache irgendwas Neues. Was ist das?